So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und wie ihr seht, der Ramses, der hat seine Mütze wiedergefunden. Die hat der Adi nämlich versteckt, die lag hinten am Sofa und ich habe die ganze Zeit gesucht. Jetzt geht's aber weiter, damit sich schöne Glatze bildet, wird wieder jeden Tag die Mütze aufgesetzt bis zum Erbrechen. Und ich war mal wieder unterwegs. Ihr kennt ja alle das gute McDonald's-Frühstück, wenn es da immer diesen McMuffin Fresh Chicken gibt, McMuffin Sausage DS, alles andere hin und her. Dieses ganze Frühstücksangebot von McDonald's auf jeden Fall. Und natürlich gibt es wieder eine Billig-Alternative aus dem Lidl, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Steht da was drauf? Irgendwo steht bestimmt was. Auf jeden Fall habe ich jetzt drei Sachen gefunden, die ich mit euch natürlich wieder mal testen möchte. Breakfast, Ham und Cheese, also Schinken und Käse. Richtig genial, guckt euch das mal an. Wie bei McDonald's oder nicht. Ham und Cheese gibt es auf jeden Fall. Das ist der erste für die Mikrowelle. 70 Sekunden. Dann haben wir natürlich noch Breakfast Chicken Bacon, also Bacon und Chicken, einfach nur andersrum gesagt, richtig genial. Das also der zweite, da kommt echtes McDonald's Feeling auf, Chicken Bacon. Und was darf natürlich zum Frühstück nicht fehlen? Natürlich Ei, deswegen haben wir auch den Ham and Egg. Ham and Egg auch nachgemacht, irgendwo ein bisschen oder auch nicht, ich meine, jeder normale Mensch isst vielleicht Rührei mit Schinken zum Frühstück, tut sich das auch mal auf dem Brot drauf. Ist ja jetzt nicht gleich alles Fake von McDonald's. Wir wollen die uns auf jeden Fall heute gönnen, alle drei Stück natürlich. Dazu gibt es bestimmt auch noch ein Bierchen oder so und werde ich gleich aufmachen. Jetzt werde ich euch aber nochmal die Packung zeigen. So, ihr habt das hier nämlich nochmal alle drei liegen. Schön hier mit Kamerafahrt, wunderbar. Breakfast, Ham und Cheese. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Wo steht da hier was? Frühstücksburger, Ham und Cheese. Hamburgerbrötchen nach Brioche-Art belegt mit Hinterkoch-Schinkenscheiben, gepökelt, gegart und Schmelzkäsescheiben. Dann haben wir natürlich den Chicken Bacon. Den wollen wir uns auch nochmal hier angucken. Chicken Bacon. Da steht drauf nochmal Frühstücksburger, Chicken Bacon. Zum Teil fein zerkleinertes, gewürztes, geformtes und gegartes Hähnchenfleisch in einem Hamburgerbrötchen nach Brioche-Art mit Frühstücksspeck, gebacken, geräuchert, einer pikanten Soße und Schmelzkäsescheiben. Der klingt also schon viel heftiger und aufwendiger als der erste. Aber wir haben natürlich noch den Ham and Egg übrig. Den wollen wir uns jetzt angucken. Da steht nämlich Frühstücksburger, Ham and Egg, Hamburgerbrötchen nach Brioche-Art, wie kann es auch anders sein, belegt mit Hinterkoch-Schinkenscheiben, gepökelt gegart, einem Patty aus Rührei mit Schnittlauch, gegart und Schmelzkäsescheiben. Wenn ich das der Reihenfolge nach ordnen würde, würde ich sagen, wir fangen mit dem Ham and Cheese zuerst an, gehen dann zum Ham and Egg und gönnen uns am Ende den Chicken Bacon, weil Chicken fand ich auch bei Maggis immer am besten. Die machen wir jetzt warm, nacheinander testen wir die und gucken dann, wie die schmecken. So, und da sind wir zurück und schaut euch das mal an. So klein wie der vorhin war, so klein und zusammengedrückt, so groß und wuchtig ist er jetzt hier drin. Beim Anschalten der Mikrowelle hat sich natürlich die komplette Packung nach oben gewölbt. Den kann man jetzt wieder zusammendrücken, da seht ihr, ist das... Oh mein Gott, der ist ja... Ist das überhaupt noch ein Bagel? Ne? Das ist ja so flach, da denkt man ja, da ist gar nichts drin. Den wollen wir jetzt aber auf jeden Fall mal aufmachen. Breakfast, Brechfest, Ham und Cheese und hoffen, dass das schmeckt. Nachdem ich es jetzt zusammengefalten habe, denke ich mal, ist da einfach nur Matsch in der Packung. Geht das aufziehen oder braucht man da extra eine Schere? Okay, es geht auf jeden Fall aufziehen. Und was seht ihr hier in der Packung? Sieht auf jeden Fall, da kommt ein Geruch raus. Und da fliegt der Käse drin rum. Ja,
wollen das jetzt mal hier auf den Teller drauf packen. Na, es kommt nicht raus. Okay, die ganze Packung ist voll mit Käse auf jeden Fall. Und das ist jetzt also der Ham and Cheese. Sieht interessant aus. Ist auf jeden Fall sehr cheesy, wie man sieht. Hier läuft nämlich alles von dannen. Interessant, ja. Guckt euch den an. Da fehlt mir ein bisschen aber irgendwie noch was Gesundes, also ein bisschen Salat oder so, Tomaten. Hätten sie noch drauf machen können, obwohl gut, in der Mikrowelle warm gemacht. Wenn man es danach nicht frisch drauflegt, ist das trotzdem nicht so genial. Und der Adi fängt schon an und tut die Packung ausschlecken. Wir probieren jetzt den Ham und Cheese. Ist natürlich nicht vergleichbar mit frischen Burgern, irgendwelchen anderen Sachen. Ist halt alles sehr frampfig. Hey, jetzt hör auf damit. Was da noch fehlt, da noch ein paar Pfefferonen drauf oder so, für den richtig würzigen Geschmack. So, ich war noch mal kurz in der Küche, habe mir noch ein Gläschen Pfefferonen geholt. Die gönne ich mir immer aus dem Kaufland. Finde ich richtig genial, weil im Netto und überall anders kosten die 1,49, 1,69, wie auch immer. Im Kaufland 89 Cent und schmecken dafür noch richtig gut. Da werde ich mir welche aufmachen, werde da ein paar dazu essen. Lass mir das jetzt schmecken. Ist auf jeden Fall sehr weich. Der Schinken schmeckt aber gut. Ist auch richtig dick belegt mit Schinken. Den schmeckst du richtig. Der ist sehr bissfest auch. Der Käse, sehr käsig natürlich, sehr cheesig die ganze Angelegenheit. Ist aber weich. So als Fastfood-Sache für zwischendurch. Natürlich wunderbar. Als Gourmet sagt man natürlich, das ist übelster Müll. Gönnt euch sowas nicht. Ich finde es aber interessant, zum Testen allemal gelungen. Für abends mal kurz in die Mikrowelle sich was warm gemacht. Muss man nicht sich erst noch ein ganzes Backblech voller Toast machen. Also, ich finde es interessant, aber wir haben noch zwei vor uns. So, die zweite Portion ist auch fertig. Ihr seht, wieder richtig dick. Ham und Egg. Diesmal, also der Schinken müsste genau der gleiche sein. Wir drücken das mal wieder runter. Natürlich ist es heiß. Und seht mal, wie flach das auf einmal ist. Der Schinken müsste also der gleiche sein. Da ist diesmal wahrscheinlich gar kein Käse drauf, obwohl auf dem Bild hier Käse zu sehen ist. Sehen wir aber gleich, wenn wir es aufmachen. Und gespannt natürlich, wie das Ei jetzt wirkt, ob das schmeckt, wie das aussieht. Ich habe nämlich bei McDonald's einmal Rührei gegessen und das fand ich so widerlich, nie wieder. Vielleicht haben die es jetzt aber besser hingekriegt. Und wenn ihr die Pfefferonen dazu esst, ist mein Geheimtipp, ihr müsst ja nicht die Dinge so essen, wie sie sind. Ihr habt immer die Möglichkeit nachzuwürzen oder irgendwas. Und auf jeden Fall, bei dem ersten hat mir irgendwas Frisches gefehlt. Also ein paar Pfefferonen dazu, die nochmal ein bisschen Schärfe geben, die was Frisches da mit dabei haben. Das werden wir jetzt hier auch testen. Natürlich so erstmal probieren. Aber ansonsten immer ein Glas Pfefferonen dabei. Wisst ihr Bescheid. So, Breakfast, Ham und Egg. Das machen wir jetzt als nächstes auf. Da habe ich es wieder platt gedrückt, wie eine Flunder. Der Adi randaliert hier. Den kann ich auch nicht aussperren. Weil die Tür geht nicht mehr, so wie sie sein sollte. Das riecht auf jeden Fall irgendwie richtig muffig. Ihr seht, da ist auch schon an der Verpackung oben der... Ist das Käse? Ist das jetzt Ei? Ist das eine Mischung aus beiden? Auf jeden Fall, das ist irgendwie... Riecht schon nicht so gut wie das erste. Wir packen das wieder mal hier auf den Teller. Gucken, wenn das rauskommt. Oh, da ist es. Da dampft es wieder. Und ihr seht, auch hier die ganze Packung wieder total vollgesüfft. Ist aber egal. Es geht ja um den Geschmack und um den Bagel an sich. Ist das eigentlich ein Bagel? Nennt man das Bagel? Sag ich Burger dazu. Sieht auf jeden Fall richtig hingerotzt aus, das Ganze. Wir drehen das mal um, damit wir eben die Vorderseite auch haben. Gucken mal hier drauf, heben das wieder an
Und ihr seht gut, hier ist auch wieder Käse, genau, Käse. Und ihr habt ja aber dazwischen eben diese Eischeibe. Und ihr seht, unter dem Ei, da ist eben auch hier, was stand da, Schnittlauch, Petersilie, irgendwas. Und unten drunter natürlich auch noch der Ham, der darf nicht fehlen. Ist also theoretisch dasselbe wie davor, nur zusätzlich noch mit Ei und Kräutern. Müsste also dem Ganzen geschmacklich noch eins draufsetzen, nochmal eine Schippe mehr dazugeben. Wir sind auf jeden Fall gespannt, vor allem die Kräuter, ob die durchkommen. Tun das noch ein paar Mal auf und zu machen, wie das ein bisschen abkühlt. Riecht jetzt auch schön käsig auf jeden Fall. Also, wenn ihr mal im Lidl seid, haltet mal Ausschau danach, gönnt euch das. Und wem es nicht würzig genug ist, der gönnt sich eben noch Pfefferoni dazu, dann ist sowieso alles super, mehr braucht man nicht. Wir drehen und wenden und drehen und gehen jetzt mal hier an die letzte Ecke. Okay, man merkt weniger Schinken als beim ersten. Dafür ist noch was Weiches dabei, was natürlich sicherlich das Ei sein soll. Das Ei an sich selbst hat aber jetzt nicht wirklich Geschmack. Also da könnte ich, wenn ich mir selbst Spiegelei mache oder Rührei und das ordentlich würze, habe ich dann noch was Besseres davon. Von dem bin ich, glaube ich, nicht so überzeugt. Da fehlt mir irgendwas. Kann sogar sein, dass das Ei natürlich noch ein bisschen von dem Geschmack wieder rausnimmt oder neutralisiert. Deswegen werde ich mir jetzt wieder Pfefferoni dazu gönnen. Was auch sonst. Nehmen wir mal eine kleine diesmal. Einfach beim Abbeißen. Ohne Pfefferoni dazu. Obwohl ich sagen muss, trotz Pfefferoni kommt der Geschmack einfach nicht durch. Ich weiß nicht, das erste, das hat einfach trotzdem mehr Geschmack gehabt. Egal ob mit oder ohne Pfefferoni, das hatte mehr Geschmack. Das, selbst wenn ich Pfefferoni dazu esse, es funkt einfach nicht auf der Zunge. Keine Ahnung. Also nicht so toll, da brauche ich jetzt keine Pfefferoni mehr für verschwenden. Den Rest esse ich einfach so. Den würde ich also auf jeden Fall nicht nochmal kaufen, den Ham und Egg. Da lieber nochmal den Ham und Cheese, wo einfach richtig viel Käse drauf ist und richtig viel Ham. Aber wir haben natürlich noch den Chicken Bacon. Und Chicken, das müsste man ja richtig merken. Und Bacon, das müsste ja nochmal richtig geschmacksintensiv sein. Wir machen also den dritten noch und melden uns dann gleich nochmal zurück. So, und da sind wir zurück mit dem dritten. Mit dem Tres Amigos. Was geht ab? Hier also ein Breakfast Chicken Bacon und auf den freue ich mich am meisten. Eigentlich dachte ich ja schon, dass der zweite eine Steigerung zum ersten wird. War leider nicht so. Jetzt hoffe ich, der dritte setzt wieder einen drauf und fällt nicht noch hinter den ersten zurück. Aber da ist wenigstens ordentlich Fleisch mit drauf. Bei den anderen, das war ja nur Wurst. Aber hier mit Fleisch erwarte ich wirklich einiges. Wir drücken wieder mal die Packung platt. Natürlich ist es klar, beim ersten Mal, wenn man was macht, ist es nicht so warm, wie wenn man beim zweiten oder dritten Mal was macht, weil die Mikrowelle dann ja eh schon angeheizt ist. Ist wieder platt wie eine Flunder. Wir nehmen das mal wieder hoch in die Hand. Wir machen das wieder auf. Der Adi dreht auch wieder durch. Das weiß ich jetzt schon. Wir sind mal gespannt, wie das mit dem Hähnchen hier drin funktioniert. Riecht auf jeden Fall interessant. Ihr seht, dass ihr nichts seht, wenn ihr hier reinguckt, dass da gar nichts ist. Wir werden das wieder auf den Teller fallen lassen, wie wir das jetzt schon zweimal gemacht haben. Da dürfte jetzt eigentlich gar nicht so viel. Wow! Da ist auch. Das sieht auch eigentlich richtig angenehm aus. Das andere, das war immer total zugekleistert und eklig. Hier ist die Packung sogar relativ sauber. Da schmeißt ihr also auch nicht so viel weg von dem Essen. Und jetzt bin ich gespannt, denn statt Ham gibt es eben Bacon, was ja würziger sein müsste. Und dann gibt es eben noch Chicken. Und Chicken, das muss ja wirklich was sein. Sieht halt im ersten Moment wirklich alles gleich aus. Wir nehmen das mal wieder hier ab.
gucken mal hier drunter, da seht ihr so einzelne Bacon-Scheiben, wenn der Adi den Teller loslassen würde. Natürlich ist auch wieder Käse am Start und ja, da liegt so eine Chicken-Scheibe drauf. Wie will man das jetzt zeigen? Hier vorne hängt was raus, das könnt ihr hier hochnehmen. Das ist also das Hähnchen, was da drauf liegt. Legen wir mal wieder zurück, packen das Brötchen wieder oben drauf, machen wieder schön alles zu. Mann, habe ich jetzt ein weißes Gesicht gehabt. Jetzt legen wir es nochmal hier hin, lassen es kurz noch ein bisschen abkühlen, nehmen noch einen Schluck, beißen dann mal rein und hoffen, dass das Fleisch das Hähnchen überzeugt. So, dann haben wir den Kandidaten in der Hand. Wir gucken mal, wo war dann das, die Ecke? Hier war, glaube ich, die Ecke. Genau, hier habe ich es eben an der Hand genommen und habe es hochgezerrt. Da wollen wir jetzt zuerst reinbeißen. Also schmeckt auf jeden Fall nach Hähnchen. Auch wenn das Hähnchen fast dünner ist als der Ham vorhin auf den anderen Sachen. Und ja, schmeckt aber nicht so muffig wie das davor. Hat auch mehr Geschmack. Ich glaube, da passen die Pfefferonen auch wieder besser dazu, wenn ihr noch ein bisschen extra Frische mit reinbringen wollt. Wir nehmen mal noch eine andere Ecke. Ja, und was soll ich sagen? Das passt auch wieder besser dazu. Das erste und das dritte könnt ihr also auch mit Pfefferonen essen. Das zweite schmeckt nicht mal mit Pfefferonen, ohne auch nicht wirklich, würde ich also nicht empfehlen. Lasst also die Finger davon. Den Chicken Bacon könnt ihr aber mal probieren, eure Meinung dazu schreiben. Aber ich glaube, am besten war trotzdem immer noch der erste, der Ham und Cheese. Gerade so als Frühstücksidee ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ham und Cheese zum Frühstück, ohne Schnickschnack, auch ohne Pfefferonen, einfach so mal probieren. Das war's aber von meiner Seite aus. Habt ihr die auch schon mal gesehen oder würdet ihr die auch kaufen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Adi! Jetzt ist aber gut hier! Jo, nachher tauste mich wieder im Schlaf. Das war's aber von meiner Seite aus. Ich sehe schon, hier sind überall Katzenhaare bei der Hand. Weil ich die Katze immer zu streicheln. Ah! Was los? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.